Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Jazzfreunde und alle, die es vielleicht im Laufe des Abends noch werden wollen. Wir hatten noch nie einen derartig niedrigen Besucheraltersdurchschnitt. Wir freuen uns sehr, dass Schulklassen heute uns besuchen im dienstältesten Jazzclub Deutschlands. Wir werden nächsten Monat 70, 1954 gegründet, und aus dem Anlass haben den ganzen März über unsere Jazzstudio-Mitglieder freien Eintritt, also 9, 10 Konzerte umsonst. Und da sind welche dabei, die sind wirklich allererste Sahne. Heute darf ich Ihnen ein Modern Jazz Trio präsentieren. Das Trio von Svetlana Marinchenko, SVM3. Sie kriegen die Band ganz einfach auf die Bühne. Ein Beifall und dann geht's los. Thank you.
Jetzt hört man mich sogar besser. Wow, so viele Leute. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank fürs Kommen. Wir sind das VM3. Tobias Backhaus am Schlagzeug. Michelson am Bass. Es ist wirklich super schöne Atmosphäre hier. Es ist wirklich angenehm zu spielen. Und ja, wir freuen uns sehr auf ein Konzert und wir hoffen, dass wir können euch auch sehr gute Gefühle und Musik so transmitten und beibringen. Ja, erstes Stück, das wir gespielt haben, hieß Bear Can Dance. Ich komme ursprünglich aus Russland, deswegen die ganzen Stereotypen wegen Bären und Wodka und alles Matryoshka, also verfolgen mich immer. Und deswegen, ja, ich habe entschieden, in irgendeinem Moment muss ich mein Schmerz sozusagen ausdrücken. Bear Can Dance. Ja, zweite Stück, das wir heute spielen wollen, heißt Berlin Moment. Wir kommen aus Berlin übrigens, alle. Und ja, Berlin Moment, ich bin mittlerweile ja, für 2,5 Jahren da umgezogen von München. Ich habe in München davor studiert. Ja, sehr nah von Nürnberg. Nürnberg auch ein paar Mal gespielt damals. Ja, Berlin Moment, also ich habe einfach das geschrieben, als ich nur nach Berlin gekommen bin und ich war so beeindruckt von dem Staat und von Geschichte und ja, alles war so mysteriös auf einmal und so. Und ja, Berlin Moment, ich hoffe, dass ihr habt damit Spaß. Dankeschön.
Vielen Dank, das war Komposition Distance. Und weiter gehen wir, womit gehen wir? Dive. Mhm. Ja, eigentlich, wir spielen auch Kompositionen von unserem Album. Das hat in 2023 entschieden. Ich habe CDs vergessen, leider. Aber wenn Ihnen Musik gefällt, ihr könnt mir natürlich kommen und ich kann Ihnen das einfach per Post schicken. Warum habe ich das gesagt? Ja, ich habe einfach gemeint, das nächste Stück, das wir spielen, kommt vom ersten Album von mir. Und es heißt Dive. Und ja, viel Spaß damit. Danke.
Das wir spielen heißt Waiting. Dankeschön.
Am Schlagzeug. Niklas Lukasen am Bass. Das war Waiting. Und jetzt wird's. Ja, und nächste Stück ist Between the Times. Und das ist eigentlich Titelsong von meinem zweiten Album. Also wie schon ich schon erwähnt habe, ich aus Russland komme und alle wissen, was für eine schreckliche Situation da ist gerade. Und dieses Album habe ich geschrieben, als Krieg angefangen hat. Und da gibt es ziemlich viele Lieder, die Situation sozusagen gewidmet sind. Und Between the Times eine davon, weil ich glaube, alle, die aus der Region kommen, haben sich einfach wirklich between the times gefühlt, weil es ist, die Zeit ist, hat sich einfach gestoppt, als Krieg angefangen hat, und alle haben sich super lost gefühlt. Also ich auch natürlich, wir alle. Ja, life hat sozusagen sich gestoppt, und ja, dieses Album ist in großem Sinne Verarbeitung von dieser ganzen Geschichte in mir. Und ich hoffe und ich glaube, ich will glauben, dass Kunst hilft, Leute so schwierige Situationen zu überwinden, irgendwie überkommen, sagt man so. ja. Und ja, dafür machen wir halt das. Ja, Between the Times. Eigentlich auf meinem Album, da spreche ich auf Russisch, aber jetzt irgendwie das 7/8 und ich traue mich nicht das zu sprechen, weil ich kann verlieren die ganze Geschichte im Spiel, aber ich trainiere das und irgendwas mache ich dann. Dankeschön. Ja, enjoy. Thank you.
Jetzt machen wir eine kleine Pause, okay? Und wir sehen uns in 15, 20 Minuten. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute so zahlreich erschienen sind. Seid, sorry. Ja. Danke. Ja, wir hoffen, dass ihr bleibt und wir sehen uns noch. Dankeschön.